Wenn ich traurig bin, höre ich wahrscheinlich irgendwas Balladenmäßiges von Whitney Houston oder von Beyoncé Halo. Wenn ich richtig gute Laune habe, höre ich wahrscheinlich auch Whitney Houston oder Beyoncé oder Destiny's Child. Auf jeden Fall was R&B-mäßiges, gerne aus den 90ern, was so ein bisschen groovy ist. Mein schönstes Live-Erlebnis war, glaube ich, ist schon ein bisschen her, und zwar Amy Winehouse. In einer Zeit, in der es Amy Winehouse noch ein bisschen besser ging, und das war in Berlin und das ist schon 2005, 2006, I don't know, sehr lange her. Ich glaube, ich war noch nie auf einem richtig schlechten Konzert. Deswegen fällt mir da jetzt, glaube ich, nichts ein. Ich mache das dann schon mit Bedacht, wenn ich aufs Konzert gehe. Für ein Date würde ich wahrscheinlich etwas von Lizzo anmachen, um zu gucken, ob die Person auch Geschmack hat. Wenn ich jemanden unbedingt loswerden will, dann kommt irgendein 90er-Techno-Pop-Track, Eurodance, irgendwas von Aqua. Ich habe mich natürlich darauf gefreut, beim Reeperbahn-Festival mit dabei zu sehen und gleich meine liebe Freundin Hatnett auf der Bühne bewundern zu dürfen. Was mich in letzter Zeit richtig geärgert hat, sind die sogenannten Hygienedemos, die in Berlin sind, gegen die Corona-Bestimmungen, wo Neonazis, Rechtsradikale und einfach nur Spinner rumrennen. Das ärgert mich richtig hart.